Hallo und herzlich willkommen zum Adventskalender. Heute Türchen Nummer 9. Eine Weihnachtsgeschichte. Die doppelte Weihnachtsüberraschung von Andrea Schober. In der Stadt Kretzmar in Sachsen gab es seit einigen Wochen erstmals einen Einkaufs- und Zustellservice. Dieser wurde gegründet, weil viele ältere oder kranke Menschen selbst nicht mehr alle Einkäufe oder Besorgungen selbst erledigen konnten. In der Vorweihnachtszeit gab es dort besonders viel zu tun. Familie Becker, die diese Dienstleistung anbot, bekam viele Anrufe. Es sollten Geschenke eingekauft werden, die dann kurz vor Weihnachten an liebe Verwandte und Freunde geliefert werden sollten, oder es wurden auch Einkaufslisten durchgegeben und somit Lebensmittel für die Weihnachtstage bestellt, damit diese vor den Feiertagen zugestellt werden konnten. Das Telefon klingelte so häufig, dass Frau Becker, die hauptsächlich die Anrufe entgegennahm, manchmal keine Zeit hatte, alle Wünsche sofort aufzuschreiben. Wenn es nur ein oder zwei Teile waren, die bestellt wurden, behielt sie diese im Kopf und telefonierte dann schon mit dem nächsten Anrufer. An einem Freitag, zwei Wochen vor Weihnachten, rief eine Frau aus Düsseldorf bei Familie Becker an. Sie wollte ihre allein lebende Mutter in Kretzmar eine besondere Freude machen. Ihre Mutter war schon 80 Jahre alt und hatte früher auf einem Bauernhof gewohnt, wo vor dem Fest immer eine Gans ausgesucht und geschlachtet wurde. Dann wurde sie als Weihnachtsgans gebraten. Die Tochter dachte, dass ihre Mutter, die sich häufig an frühere Zeiten erinnerte, sicher gerne noch mal eigenhändig eine Gans schlachten und zubereiten würde. Darum bat sie Frau Becker für ihre Mutter, die mit Nachnamen Lauters hieß, eine prächtige Weihnachtsgans zu besorgen und ihr dann lebendig zu überbringen. Sie würde dann schon wissen, was zu tun ist. Nachdem Frau Breuer die Adresse entgegengenommen hatte, legte sie den Hörer auf. Doch ehe sie den Auftrag aufschreiben konnte, klingelte schon wieder das Telefon. Frau Becker nahm gestresst den Hörer in die Hand und meldete sich. Es war diesmal ein Herr am Telefon und sagte: "Ich habe einen sehr ungewöhnlichen Wunsch, aber es ist mir sehr wichtig, dass Sie ihn für meine Mutter erfüllen." "Was ist es denn?", fragte Frau Becker. "Meine Mutter ist so einsam", klagte der Anrufer. "Ich würde ihr gern einen sprechenden Papagei zu Weihnachten schenken, damit sie etwas Unterhaltung hat. Leider kann ich sie nicht selbst besuchen, weil ich im Ausland wohne. Könnten Sie das für mich erledigen und ihr das Tier einen Tag vor Heiligabend vorbeibringen? Ich werde Ihre Mühe auch großzügig entlohnen." Als Frau Becker hörte, welchen Preis der Anrufer für diesen Auftrag zahlen wollte, konnte sie nicht Nein sagen und versprach, ihr Bestes zu versuchen. Sie ließ sich wiederum die Adresse der Mutter, die mit Nachnamen Laubar hieß, geben und beendete das Telefonat. Auch jetzt rief sofort danach noch ein weiterer Kunde an. Nachdem sie dieses Telefonat beendet hatte, schrieb sie alle Aufträge nieder. Herr Breuler, Heringstraße 39, ein Weihnachtsbaum. Frau Laubar, Dresdner Straße 12, eine lebendige Weihnachtsgans. Frau Lauters, Elbweg 7, ein sprechender Papagei. Nach mehr oder weniger großem Aufwand konnten alle Bestellungen besorgt werden und am Tag vor Heiligabend wurden diese an die notierte Adresse ausgeliefert. Herr Breuer, der die Auslieferung der Bestellung vornahm, klingelte zunächst bei Frau Lauber und übergab ihr ein großes Paket. Er meinte, dieses Paket ist ein Geschenk. Bitte packen Sie es sofort aus, denn es muss unbedingt an die frische Luft. Frau Lauber bedankte sich und schleppte das Paket in die Wohnung. Was das wohl sein mag, dachte sie bei sich. Wer schickt mir denn so ein großes Paket? Sie schnitt vorsichtig das Paketband auf und öffnete langsam den Deckel. Doch da steckte die Gans schon ihren Kopf heraus. Knatterte laut und fauchte Frau Lauber an. Diese bekam einen riesigen Schreck, schrie laut auf und stürzte rückwärts auf den Boden. Die Gans konnte sich im Nu selbst befreien und flatterte kreischend durch Frau Laubers Küche. Frau Lauber lag immer noch am Boden und schrie lauthals um Hilfe. Auch die Gans konnte sich nicht beruhigen, sie lief schreiend ins Wohnzimmer und schlug dabei heftig mit den Flügeln.
Dort stand schon der geschmückte Tannenbaum, den die Gans in ihrer Panik streifte und dabei eine Ladung Lametta abbekam. Einige Kugeln fielen herunter und zerbrachen. Dann flog sie weiter ins Schlafzimmer und wollte wohl durchs Fenster hinausfliegen. Leider war dieses jedoch geschlossen und die ahnungslose Gans flog gegen die Scheibe. Durch den Aufprall wurde sie ohnmächtig und stürzte geradewegs in die Wäschetonne, die unter dem Fenster stand. Der Deckel klappte durch den Aufprall zu und mit einem Mal war der Spuk vorbei. Frau Lauber wunderte sich über die plötzliche Stille. Was war los? Hatte sie sich bloß alles eingebildet? Inzwischen klingelte Herr Breuer schon bei Frau Lauters. Auch ihr übergab er ein großes Paket mit dem Hinweis, es sofort auszupacken. Frau Lauters nahm das Paket an sich und trug es in die Wohnung. Sie packte es auch sofort aus, wunderte sich dabei aber darüber, dass sich im Karton etwas bewegte. Vorsichtig griff sie mit der Hand hinein und fühlte Federn in den Händen. Ach, dachte sie, meine Tochter schickt mir wohl eine Weihnachtsgans. Ich habe schon lange keine mehr gehabt. Geschickt fasste sie den Vogel am Hals und zog ihn heraus. Irgendwie ist das eine komische Gans, dachte sie sich bei sich. Der Hals ist so kurz. Als sie nicht mehr viel sehen konnte, erkannte sie nicht, was das für eine Art Vogel war, den sie da hatte. Sie wollte gleich eine Bratpfanne aus dem Schrank holen und dem Papagei einen Schlag auf den Kopf verpassen. Als dieser sich zum ersten Schreck erholte und krächzte, ich bin Coco und wer bist du? Frau Lauters ließ den Vogel überrascht los und dieser flog geradewegs auf die Gardinenstange, dann krächzte er weiter. Gib mir sofort ein Käsebrot! Frau Lauters war völlig irritiert und irgendwie erwachte in ihr die alte Erziehung, Rede gehorchen zu müssen. Sofort holte sie ein Brotmesser aus der Schublade und fing automatisch an, Brote für den Papagei aufzuschneiden. Er rief von der Gardinenstange aus, »Schneller, schneller, ich hab Hunger!« Frau Lauters begann zu schwitzen und schmierte so schnell sie konnte die Butter auf das Brot und belegte es mit Käse. Als sie fertig war, stürzte der Papagei auf den Teller und begann genüsslich das Brot zu verspeisen. Frau Lauters wusste nicht, wie ihr geschah. Frau Lauber hat es in der Zeit geschafft, sich aufzurappeln. Sie dachte immer noch, dass sie wohl einen Aussetzer hatte. Doch dann sah sie den Karton und die Bilder des fauchenden Ungetüms kamen in ihren Kopf. Sie stürzte aus der Wohnung und klingelte bei Nachbarin Sturm. Diese öffnete die Tür und wunderte sich über die aufgebrachte Nachbarin. Frau Laubers zittrige Stimme meinte, »Da war ein fliegendes weißes Ungeheuer in meiner Wohnung. Rufen Sie bitte die Polizei!« Die Nachbarin meinte, dass Frau Lauber wohl nicht ganz richtig tickte. Sie begleitete sie ins Wohnzimmer und sah dort die Glaskugeln am Boden liegen. Wahrscheinlich sind sie in den Tannenbaum gestürzt und haben sich erschrocken. Sie haben sicher nur eine lebhafte Fantasie, meinte die Nachbarin. Ruf mal ihren Sohn an. Frau Laubers schlich sich ebenfalls zum Telefon. Immer wieder dieses vordere Wesen mit ihren eingeschränkten Sehkraft gut wie möglich fixierend. Beide angerufene Kinder wunderten sich über das, was ihnen am Telefon geschildert wurde. Ein weißes Ungetüm wunderte sich der Sohn, eine sprechende Gans wunderte sich die Tochter. Beide riefen Frau Breuer vom Einkaufs- und Zustellservice an. Als sie hörte, was geschehen war, wurde ihr plötzlich klar, was passiert war. Sie wurde rot im Gesicht, denn die Sache war ihr sehr peinlich. Sie sagte, entschuldigen Sie, da hat es wohl eine Verwechslung gegeben. Entschuldigen Sie vielmals, wir werden das sofort klären. Schließlich klingelte Herr Breuer ein zweites Mal bei beiden Wohnungen. Der sprechende Papagei konnte wieder eingefangen werden und die benommene Gans wurde auch noch längere Suche wiedergefunden. So landete dann doch noch die Gans im Brattopf und wurde, als die Tochter von Frau Leuters vom Weihnachtsfest kam, auf dem Tisch serviert. Und Frau Lauber bekam zum Heiligen Abend nette Unterhaltung von sprechendem Papagei. Nach den Feiertagen besuchten die Lokalzeitungen beide Damen und stellten einen Bericht über die seltsamen Erlebnisse beider Frauen in die Zeitung.
Seitdem sind sie berühmt in der Stadt Kretzmar. Sie werden oft von Nachbarn angesprochen und haben viele neue Kontakte geknüpft. Ab und zu treffen sie sich zu einem Kaffeekränzchen und müssen jetzt über ihre überraschenden Weihnachtsgeschenke lachen. Sie hasteten durch die Straßen von einem Geschäft zum anderen, sie kamen mit großen Tüten heraus und schleppten sie zu ihren Autos. Auf den Straßen herrschte ebenfalls große Hektik. Überall standen Autos und Schlangen vor den Ampeln, hupen, wenn jemand nicht losfuhr. Okay. Entschuldigt bitte, aber irgendwo ist hier eine zweite Geschichte mit reingemixt worden. Ich habe es dreimal durchgelesen, aber irgendwie den Abschnitt übersehen gehabt. Ja. Ich hoffe, euch hat die ganz Papagei-Geschichte gefallen. Ja. Schönen Tag wünsche ich euch. Und ja, die Gefeder gehört dazu. Es ist manchmal nicht so einfach. Ich habe das, glaube ich, schon 5 oder 6 Mal aufgenommen gehabt. Und jedes Mal habe ich irgendwo mich verlesen. Jetzt habe ich gesagt, nein, das ist jetzt egal. Wir machen das jetzt einfach so, wie es kommt. Ja, aber das gehört zu mir. Also dementsprechend viel Spaß heute noch und bis morgen.